Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ich hatte es in der 14. Episode gesagt und viele hatten es mir auch geschrieben, nicht nur bei YouTube, auch bei Discord und auch einige bei Instagram. Ich soll doch das Robo-Kampfpaket mal kaufen und das werden wir jetzt mal tun. Das sieht eigentlich recht gut aus. Exklusive Robo-Statue sehe ich da, werden wir sehen. Was ist denn da drin? Eine Robo-Statue. Einmal Rune des dunklen Elixiers, einmal Buch der Helden, einmal Buch des Kampfes. Das ist schon mal nicht schlecht. Sechsfacher Wert. Und das werden wir jetzt mal kaufen. Okay, wir haben es gekauft und nicht platzierte Gebäude sehen wir jetzt die Robo-Statue, die sich natürlich thematisch quasi anlehnt an das aktuelle Thema hier von dem Skin, von dem Dorfskin. Ich sage Dorfskin, das klingt, glaube ich, besser. Oh, da rein. Ah, die sieht schon... Ah, die bewegt sich, okay. Das sieht auf jeden Fall schon ganz lustig aus. Ich meine, ich würde es jetzt nicht nur für die Statue kaufen. Ah, okay. Die bewegt sich immer mal wieder. Die bewegt sich immer mal wieder, die kleine Statue. Alles klar, sehr interessant auf jeden Fall. Mittlerweile bewegt sich hier ziemlich viel in dem Dorf. Auf jeden Fall. Trypskis habe ich noch nicht bekommen. Ich würde aber ganz gerne... Wobei, komm, wir machen noch einen Superhexen-Only-Angriff. Aber spendet mir einfach niemand was. Niemand spendet mir Truppen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich brauche Truppen, bitte. Ach, was mache ich denn? Was braucht er denn noch? Das braucht er noch und einen Heilzauber und noch das. CB, please. Wir brauchen bitte Truppen. Da können wir gleich noch einen Angriff machen. Wie sieht's hier aus? Ich habe echt einiges geholt. Allerdings, der Pass ist mir eigentlich relativ latte. Ich habe den Goldpass ja sowieso nicht, von daher... Ist das eigentlich komplett egal? Ich werde nur irgendwann die ganzen Sachen mal benutzen müssen. Ich habe noch... Ups. Nein. Das wechseln wir nicht. Ich habe noch... Einmal Buch der Helden. Ich habe noch alle Runen, die ich brauche. Vom Nachtdorf, die brauche ich nicht. Mauerringe habe ich noch. Ja, das läuft soweit. Wir warten mal auf die Clanburg. Bis gleich. Okay, das waren jetzt fast 20 Minuten Suche. Ich habe einfach gar nichts gefunden. Der hier hat jetzt natürlich ziemlich viel Loot. Drei Single Infernos. Das ist nicht gut. Ich habe hoffentlich ein... Nein, ich habe... Ich habe keinen Zeppelin. Zeppelin wäre natürlich jetzt hier noch besser gewesen, aber dann machen wir das halt anders. Dann gehen wir mit den Helden, gehen wir da rein. Und, warte mal, den Warden sparen wir uns auf. Den Warden sparen wir uns auf jeden Fall auf. Ich habe ja echt nur Superhexen dabei. Das wird echt ein bisschen tricky werden. Aber nicht unmöglich. Das könnte trotzdem funktionieren. Komm, wir setzen. Nein, hätte ich nicht setzen sollen, glaube ich. Jetzt habe ich ja echt gleich gar nichts mehr übrig. Ja, das war blöd. Das war richtig blöd. Das hätte ich mir definitiv sparen sollen. Den Sprung hätte ich mir sparen sollen. Das war blöd. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Wenn die Königin es noch schaffen würde, vielleicht den Inferno-Turm zu holen, das wäre geil, aber das wird auch eng werden. Oh, warum setze ich auch den Sprung dahin? Warum? Warum tue ich das? Komplett unnötig. Er hat nichts in der Clanburg. Ja. Und was werden die Superhexen jetzt tun? Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Ja, lauf da rein! Lauf da rein! Lauf da rein! Okay, einmal haben sie was abbekommen. Vielleicht springen sie ja drüber. Wer weiß. Vielleicht jumpen sie ja noch drüber. So, jetzt bitte. Dankeschön. Oh, das hat sogar funktioniert. Perfekt. So. Jetzt kann ich den Giftzauber setzen. Die Skelette sind einfach so lustig. Unglaublich. Die Skelette sind so lustig. Oh, sie holen sich das Rathaus noch. Ja. Das Rathaus ist mal sehr schnell down gegangen, aber leider ist die Artlef einfach konstant auf meine Hexen am draufschießen. Das ist natürlich jetzt gar nicht cool. Die sind jetzt nämlich gleich kaputt. Würde die Artlef noch auf meine, auf die Skelette schießen, das wäre geil. Aber das schafft sie ja nicht. Sie geht ja auf meine Hexen drauf, leider auf meine armen kleinen Hexen. Und die spawnen auch gerade nichts Neues. Ich bin zumindest zufrieden, dass wir noch den zweiten Stern geholt haben. Auch wenn das jetzt alles war, wahrscheinlich. Jetzt ist nämlich nur das eine Skelett noch da. Na gut, dann gebe ich auf. Und wir wollen ja eh noch in den anderen Account rüber. Jo, ich habe eh nichts zum Ausbauen hier gerade. Noch ein bisschen Bonus geschnappt. Warte mal. Habe ich schon wieder eine Superhexe? Ach komm, wir ziehen es mal durch. Die sind eh nicht so teuer. Die sind echt günstig, ne? Eigentlich, ich finde die noch verhältnismäßig günstig eigentlich für 40 Wohnraum. Ja, und für das, was sie bieten, finde ich, ist das in Ordnung. Dafür ist das auf jeden Fall in Ordnung. So, zack, zack, zack. Das passt auch. Belagerungsmaschine noch dabei. Und jetzt gehen wir eben rüber. Ah, ne, Anforder noch vergessen.
Auf jeden Fall einmal die Kleinburg anfordern. Ja. Und jetzt gehen wir mal eben rüber in den Frederikson-Account zum Angreifen. Bis gleich. Okay, ich habe eine Klarnachricht geschrieben, dass ich jetzt aufnehme. Wir haben auch einen Clankrieg am Laufen, den wir hoffentlich gewinnen werden. Es steht 99 zu 88. Es sind noch 24 Minuten, beziehungsweise fast noch 25. Hoffentlich klappt es. Ich habe geholt immerhin 5 Sterne. Das ist okay, damit kann ich leben. Weezy hat noch einen Angriff offen. Es haben einige noch einen Angriff offen. Wäre natürlich gut, wenn wir das schaffen würden. Und hiernach machen wir einen Trollkrieg. Das bedeutet, wir werden alle nur Trollbases nehmen. Und ja, wir wollen noch ein bisschen angreifen noch. Moment. Kanone kann ich schon mal machen. 8 Millionen oder Bogenturm. Ja, ich habe ja auch alles freigeschaltet hier. Oh, da kriege ich noch ein Buch der Helden und noch eine Rune des Dunklen und noch mal ein bisschen mehr Dunkles. Alter, das gibt auf jeden Fall noch ordentlich was. Kannst du angucken? Ich kann leider keine Dörfer besuchen. Und zwar aus dem Grund, wenn ich jetzt ein Dorf hier besuche im Clan, dann wollen alle besucht werden. Dann will der ganze Clan besucht werden und das geht nicht. Dann komme ich gar nicht mehr zu was anderem, außer ununterbrochen, ja. Außerdem habe ich diesen Typen überhaupt nicht. Das war kein... Nur weil jemand gefragt hat, warum ich das wiederhole, das war ja eine ernst gemeinte Frage. Und dann habe ich halt eine lustige Antwort gegeben. Das war ja kein Diss in dem Sinne. So. Hallo, viele Grüße. Ich lasse es mal offen. Solange wie die Gegnersuche noch läuft, dann können wir auf jeden Fall ja nochmal eben ganz kurz den Chat offen lassen, um mal noch zu gucken. Ich habe, ich weiß gar nicht, was ich für eine... Was habe ich für eine... Das war Reaction. Ich wollte es gar nicht... Ah, die Armee. Okay, ich weiß Bescheid. Die Armee haben wir ausgebildet. Wie gesagt, Trollkrieg hier nach bedeutet, jeder baut eine Trollbase. Und dann werden wir mal gucken, was da so bei rumkommt. Ich hoffe natürlich, wir gewinnen den Clankrieg. Ich hätte sehr gerne noch den CW-Bonus. Ich glaube, ich lasse das auch noch durchlaufen in dieser Folge, weil ich das noch unbedingt sehen möchte, wie es ausgeht. Und ihr hoffentlich auch. Und wenn euch die Folgen gefallen, lasst gerne mal ein Like da. Gebt den Creator-Code MBF ein. Und ja, wir gucken noch. Jetzt habe ich das gerade... Warte mal. Wir lassen es mal eben noch... Okay, jetzt kommt der Chat gar nicht mehr. Moment. Fred, am Ende des Videos musst du Sniper's Base ansehen. Das sollen die Leute machen. Interessant. Also, kurzer Cut. Ich suche mal eben den Base raus. Bis gleich. Alles klar. Wieder ein bisschen gesucht. Und wahrscheinlich werden wir das Ende des Clankriegs deswegen auf jeden Fall noch miterleben. Wir nehmen den jetzt mal mit. Und wir haben wieder Superhexen am Start. 1, 2, 3, 4. Werde ich schon mal offen sprengen. Wir haben das Rathaus nicht mit erwischt. Das ist schon mal gut. So. Superhexen. Heilerinnen. Zack, zack. Nein, der Warden ist auf Luft. GG, der Warden ist auf Luft. Ganz großartig. Wir nehmen das mit. Hoffentlich passt es. Da auf jeden Fall einmal gefreezed. Spreng es bitte auf. Spreng es offen. Ja. Ist offen gesprengt. Super. An der Seite gehen sie jetzt auch gleich rein. Das Skelett kann ja ruhig in den Radius rein von dem Inferno-Turm. Das, was nicht da in den Radius rein darf, ist auf jeden Fall erstmal der Warden. Der Warden darf da nicht rein. Der Warden ist jetzt nämlich gleich tot, das ist nicht schön. Warden, es war abzusehen, dass der Warden es nicht lange machen wird. Oh, die Skelette tanken jetzt sogar schön, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht beim Single-Inferno. Die laufen alle in den Single-Inferno rein. Oh, Luftfalle. Skelettfalle, der muss ich mal eben dran. Aber zweiter Stern ist am Start. Luftabwehr da vorne ist gleich weg. Die Königin läuft noch ein bisschen dumm. Ah, nee, sie läuft nicht dumm rum. Sie kümmert sich noch schön um die Lager. So, bisschen Loot ist noch da. Hexe lebt auch noch. Was hat die da gerade gemacht? Die hat überhaupt gar nichts gemacht gerade. Die hat echt überhaupt gar nichts gemacht. Da oben ist noch was unterwegs. Die eine Hexe da lebt immer noch. Also, das sind zwei. Das sind sogar zwei. Und jetzt ist es gar keine mehr. Die leben noch. 78%. Ja, ist schon wieder ordentlich Loot. Da draußen leben auch noch zwei Stück. Ey, die Adler-Dev geht immer nur auf meine Hexen. Ja klar, geht die überhaupt auf die Skelette? Ich glaube nicht, ne? Aber egal. Das war ganz okay. 82%. Leider immer auf die Skelette. Nicht auf die Skelette, leider immer auf die Hexen selber und nicht auf die Skelette. 10 Zuschauer, Leute, ich habe gar nicht drauf geachtet. Habe ich gar nicht darauf geachtet, dass er der Clan zuguckt. Das ist natürlich noch schöner. So, die Hexe ist gleich kaputt. 86%. Wir holen sogar noch ein bisschen mehr. Ja, die Adler-Elf geht anscheinend echt immer nur auf die Hexen. Aber ich meine, das ist ja logisch. Bei der anderen Hexe geht sie ja auch nicht auf die Skelette. Also das ist einfach nur sehr logisch.
Ja, das sieht gut aus. 7,3 Millionen Elixier. Wir können noch was ausbauen. Was bauen wir denn noch aus? Wir fordern das mal eben an. Mal eben gucken. Was können wir ausbauen? Dunkle Kaserne. Ui. 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 Wir haben den Headhunter. Wir haben den Headhunter. Beziehungsweise die Headhunterin. So, 13 Minuten. Ich hatte gesagt, wir warten noch mal eben. Aber ich will noch eben einen Angriff hier machen. Wir wollen noch mal eben ganz kurz... Ah, warte mal. Jetzt habe ich schon gedrückt. Ja, jetzt habe ich schon gedrückt. Jetzt habe ich schon gedrückt. Oh, das ist nicht gut. Hier kann ich keine Nachthexen nehmen. Aus dem Grund, weil es hier einen Lavawerfer gibt. Das ist nicht gut für unsere Truppe. Okay. Gleiches Spiel wie immer. Wir räumen auf beiden Seiten auf. Machen auf beiden Seiten da schon mal eben den Weg frei für die Schleichschützinnen. So. Okay. Oh, da ist eine Mine. Ja. Komm, laufen wir eben da rein. Das muss man... Oh, da ist ein Tesla. Da ist ein Tesla. Okay, da ist auch noch ein Tesla gewesen. Das ist von der Riesenkanone. Das ist jetzt auch gleich weg. Die sollen einfach nur zu dem... Die sollen einfach nur zu dem Zerschmetterer laufen. Der Zerschmetterer muss auf jeden Fall weg. Ja, weiter. Der Lavawerfer wird wahrscheinlich jetzt gleich irgendwann draufschießen, ne? Ist es schon soweit? Ja. Oh, bitte holt euch doch noch eben den... Holt ihn euch doch noch. Bisschen noch. Ganz kleines Stückchen noch. Komm. Wie viel Pech kann man haben, oder? Wie viel Pech kann man denn ernsthaft haben? Jetzt muss ich nämlich wieder warten, bis da alles weg ist. Ich muss es jetzt opfern. Ich muss es jetzt leider... Okay, den muss ich noch opfern. Ist eh durch die Gegend geflogen? Okay, das sieht gut aus. Ja, holt's euch weg. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ja, ein bisschen Ablenkung. Oh, die konnte nicht mehr schießen. Die Kanone konnte nicht mehr schießen. So, die Kampfmaschine geht jetzt genau auf den Brutzler drauf. Und dann haben wir, glaube ich, genug... Ey, da hat schon einer ausgeschaltet. Da hat schon einer ausgeschaltet. Schäm dich. Die Action beginnt doch jetzt gleich erst. Kann natürlich auch der Gegner gewesen sein, das weiß ich nicht. So, wir haben noch 28 Barbaren übrig. Die sind hungrig. Wir müssen noch ein bisschen warten. Noch reicht's nicht. Immer noch nicht. Jetzt da rein. Der hat schon mal gefeuert. Der Lavawerfer kommt, ey. Macht hinne. Da schon mal keine Mine. Wir werden jetzt alles noch aufräumen da in der Mitte. Weiter. Oh, die gehen schon auf die Meisterhütte drauf. Okay, Meisterhütte ist down. Da noch einen. Haben wir irgendwo noch was? Leicht verdient hier irgendwo. Da noch was. Okay, das könnte reichen. Für noch ein paar Prozente. 62%. Es geht noch darum, ein paar Prozente zu machen. 6 Zuschauer noch. Einige hatte schon vertrieben. Die haben schon aufgehört zu gucken. Ja, 72. Das oben kriegen wir auch noch. Dann sind es bei 74. Oh, 76 sogar. 76. 76%. Ja gut, klar. Lavawerfer lebt noch. Multimörder lebt noch. Natürlich alles gefährlich. Aber ich lasse es mal noch laufen. Wobei, nee, ist eigentlich blöd, ne? Eigentlich müsste man jetzt direkt aufgeben, weil es geht ja um den Tiebreaker. Bedeutet, wenn wir gleiche Anzahl Prozente haben und dann geht es um die Zeit. Aber es hat gereicht. Wir haben gewonnen. Haben noch ein bisschen Loot bekommen. Oh, den könnte ich sogar. Könnte ich endlich den Mörser fertig machen in diesem Dorf? Ja. Oh, das geht sogar. Das ist sogar gar nicht mal teuer. Das mache ich aber dann irgendwann später. Und dann würde ich mal sagen, wir warten mal eben noch kurz ab, bis wir denn hier ein Ergebnis haben. Also, kurzer Cut. Und dann, bis gleich. Okay, ich habe gerade noch mal einfach gesucht, weil ich die Zeit überspringen wollte, bis halt der Klankrieg zu Ende ist. Und ich habe noch mal ein bisschen Loot gefunden. Über 10.000 Dunkles. Das möchte ich mitnehmen, natürlich. Ich habe keine Helden, ich habe keinen Trank eingeschmissen. Von daher könnte das etwas problematisch werden. Aber das werden wir schon hinbekommen. Nein, jetzt geht der auch noch nach da. Ernsthaft, jetzt geht er tatsächlich noch nach da. Dann werde ich da schon mal ein bisschen was wegmachen. Wir gehen natürlich jetzt erstmal hier nur auf die Minen und Sammler drauf. Auf nichts anderes. Minen und Sammler und 50%. Das ist das Einzige, was mich jetzt hier gerade interessiert. So. Ich weiß, der Feger ist da. Aber das müssten wir... Den einen Feger kriegen wir noch. Den Tesla kriegen wir auch noch.
Rathaus kriegen wir nicht mehr. Aber wir haben schon 32%. Alles okay, so. 1, 2, 1, 2. Da nochmal ein Zauber drauf, damit wir natürlich auch noch das Maximum hier mitkriegen. Da auf jeden Fall noch was an die Minen. Da ist noch eine. Ja, das sieht gut aus. So, 50% am Start. Brauche ich noch zwingend das Rathaus? Nein, brauche ich nicht. Wir kriegen noch ein bisschen was aus dem Lager raus. Im Endeffekt. Ja, dafür, dass ich jetzt so wenig eingesetzt habe. Wir werden nicht das ganze Dunkle kriegen. Auf keinen Fall. Wir kriegen nicht das ganze Dunkle. Aber doch ein ganz schönes Bild. Ganz schön, ja, doch. 1500 sind noch da. Da ist noch ein bisschen Elex da. Okay, das hat ordentlich was gebracht. Gerade nochmal. Nein, da oben. Ah, da oben ist auch noch Elex. Aber nun gut. Ich habe nicht mehr Elektrodrachen. Wir haben echt ordentlich was gekriegt. Ist okay. Ist auf jeden Fall okay. So. Sieht gut aus. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Ich hatte kaum noch Elex übrig. Ich hatte wirklich nicht mehr so viel Elex übrig. So, das passt, das passt, das passt. Schatzkammer. Oh, seitdem sie ja diese Trennzeichen reingemacht haben, das ist auf jeden Fall schon mal ein deutlicher Fortschritt. Wenn man es jetzt noch einzeln einsammeln könnte, wäre noch besser. Okay, das sieht gut aus. Kurzer Cut nochmal. Bis gleich. Okay, 8 Sekunden, der CW ist durch und jetzt können wir gleich direkt einen neuen starten mit Trollbases. Ich muss da noch eine Klarnachricht schreiben, aber ich habe eben erst eine geschrieben. Nee, habe ich eben eine geschrieben? Doch, dass ich aufnehme, klar, ich habe eben eine geschrieben, dass ich aufnehme. Deswegen, das sieht gut aus, ich starte jetzt direkt neu mit allen 50, bitte lass keine CW-Sperre haben. Aber ich glaube, es hat niemand den Clan verlassen, das wäre gut. Also wenn niemand eine CW-Sperre hat, wäre das auf jeden Fall sehr schön. Ja, hat niemand. 3, 2, 1, los. 50er CW. Und wir gucken mal eben, ich habe jetzt ja noch ein bisschen mehr in der Clanburg. 3,9 Millionen und ich würde nochmal 750.000 dabei kriegen, bringt mir jetzt nur leider nichts. Ich kann gerade nichts mehr ausbauen und deswegen sehen wir uns morgen wieder in alter Frische. Schaltet wieder ein und ich habe noch zwei Sachen vergessen. Wo sind sie? 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 Ich habe nämlich noch zwei Leute gesehen und zwar Tim. Hat es richtig gesagt, immer Creator-Code MBF benutzen, Hashtag Mami. Also benutzt den Creator-Code MBF. Und zweite Sache, wo ist er? Der Sniper. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Und dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.